Für den Fall, dass die Erde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Okay, schöne Story. Eva. Nummer 2, da steht jetzt nicht da, was man machen soll. Ja, das Glas ist cool, ja. Die Spiegelung, also die. Cool. Na bitte, geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Oh! Hallo? Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Schön. Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Ja, ich hoffe mal, die geht. Schön. Zack. Ja, voll cool. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Da jetzt rauskommen müssen. Ja, mal gucken, ist ja alles noch ein bisschen kaputt, alles so. Mal schauen, wie es. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Also nie. Cool. Selber Bild? Okay. Und weiter. Ich hoffe, euch das gefällt euch. Wie gesagt, schöne Kommentare oder sowas schreiben wäre mal nett und so. Nur. Ja. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. Da, da, da. In 3, 2, 1. Die Rätsel kennt man, glaube ich, sogar aus Level 1, ich weiß gar nicht mehr genau. Also so ähnliche gab es auf jeden Fall. Die sind ja auch relativ einfach. Sind wir schon beim vierten Rätsel? Ja, Rätsel. Ach gut, das gab's auf jeden Fall. Yep. Lass mich hier durch. Dann hier rüber das nehmen. Okay, da hätte ich nicht runterspringen sollen. Und zack. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Stimmt, so war die das Rätsel genauso. Gut, das war nicht so. Stimmt, das hat sich geändert. Okay. Müssen wir hier hoch? Okay.
PC nehmen. Geht nicht? Warte. In der Mitte, der ist nicht so ganz richtig. Okay. Rätsel 5, theoretisch. Also die leichten Rätsel machen ja nicht Spaß, ne? Aber mal schauen, jetzt... Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Okay. Genau. Lass uns nicht ins den Giftwasser trinken lassen. Das kennt man ja schon. Hä? Ach, da oben. Ich denke mal, man hätte da rausspringen können. Oder? Ging das? Okay. Nee, ich glaube nicht. Okay, drücken wir mal einen Knopf. Okay. Das ist ja relativ noch. Aha, okay, dann brauchen wir noch einen Würfel für... Was ist das Ding? Was ist das eigentlich für ein Knopf? Ach, ich weiß schon warum. Guck, weil wenn man jetzt das Ding aktiviert, kommt da ein Würfel runter. Zack, und wenn man das nicht aktiviert... Dann... Wer hat diese Würfel? Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Also das Rätsel war schon cooler. Mal schauen, was noch so folgt. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Und Rätsel 6. Okay. Aha. Okay. Ich glaube, das ist Schmu, oder? Also irgendwie, irgendwo ist hier ein Würfel. Also ich mach... wat? Ach, hier! Oh nee, verdammt. Jetzt muss ich nochmal hier. Nur. Zack. Und hier, zack! Zack, super. Nicht runterfallen. Ist aber verzwickt, ey. Ich kann ja... Das ist doch blöd. Warum ist das so?
Denkt man jedes Mal, dass der Würfel dann an der Ecke irgendwo zusammenschlägt. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit ja, Ihnen. Ja, du vorgast gar nicht viel. Mein Gott. Wo muss ich hin? Das ist die Frage.